Hallo ihr Lieben, heute bin ich schon wieder da. Heute am Feiertag. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Tag verbracht. Heute konnte man ja ausschlafen. Und ich habe heute wieder, mein Tag 2 ist heute dran, zu meiner Facebook Live Challenge, die ich mir ja mit meinem Team gemeinsam aufgedrückt habe. Und damit nicht nur ich dran wachse und was lernen kann, habe ich mir ja gedacht, dass ich euch in den nächsten 30 Tagen Tipps gebe, wie es sich für euch verkaufen gut anfühlt, wie du es schaffst, besser zu verkaufen, wie es sich für dich und für deine Ansprechpartner richtig gut anfühlt. Und heute hast du es schon in der Überschrift gesehen. Es geht um das Thema Verkaufst dir erstmal selbst. Hi, ich habe ein paar Zuschauer, das freut mich ja total. Hi, hi. Hallo Tini, ich sehe nicht so gut. Ich müsste echt meine Brille aufsetzen, aber ich freue mich natürlich sehr. Macht mich schon wieder ein bisschen nervös, aber ich ziehe es jetzt durch. Und zwar verkaufen. Verkaufst dir erstmal selbst. Ich finde das immer sehr spannend. Ich habe meinen größten Durchbruch im Vertrieb habe ich mit dieser Information, die ich euch jetzt geben werde, gemacht. Im Endeffekt ist es nämlich ganz, ganz einfach. Ich war jemand, ich habe früher, egal in welcher Branche ich tätig war, so dieses typische Feature-Fucking betrieben. Das heißt, ich kannte mein Projekt, ich kannte mein Produkt in- und auswendig. Heute bin ich in der Beauty-Branche, ich kann jeden Inhaltsstoff hoch und runter rattern. Hey, wie schön! Vielen lieben Dank für die schönen Daumen und die Herzchen. Ich kann jedes Produkt, jeden Inhaltsstoff hoch und runter rattern. Du kannst mich nachts wecken, weiß ich das alles. Und früher habe ich genauso verkauft. Ich habe meinem Kunden genau gesagt, wie geil mein Produkt ist. Von A bis Z sämtliche Features, was es alles besonders gut kann, habe ich ihm erzählt. Und mich hat es gewundert, wieso kauft keiner? Wieso sind alle auf der Flucht? Wieso habe ich nicht die Umsatzzahlen, die ich eigentlich verdient hätte? Ganz, ganz einfach. Und das ist jetzt wirklich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Wenn du weißt, wie Menschen ticken und wie Menschen entscheiden, dann fällt es dir auf einmal wie Schuppen von den Augen. Nämlich 10% nutzen wir für das Thema Fakten, wenn wir eine Entscheidung treffen. Nur 10% entscheiden wir aufgrund der Fakten, aufgrund der Ratio, aufgrund des Verstandes. 90% spielt sich auf der Emotionsebene ab. Das heißt, alles, was an Schwingung rüberkommt, das ist das, warum ich mich entscheide. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern es ist bei dir, bei dir, bei dir, bei dir so. Und deswegen, meine Lieben, egal welches Produkt, welches Projekt, welche Dienstleistung du verkaufst, es ist richtig, es alles in- und auswendig zu können. Aber aller wichtigsten ist deine Energie. Du musst es richtig geil finden, weil das, was zwischen den Zeilen deinem Gegenüber rüberschwappt, das ist das, was ankommt. Und das ist unglaublich wichtig. Und deswegen mein Tipp für dich heute, wir haben ja ein langes Wochenende, ja, es ist ja natürlich eine ideale Zeit. So habe ich trainiert, so trainieren auch meine Kollegen von meinen Vertriebspartnern. Schau dich mal selber zu, wenn du pitchst, ja, wenn du dein Verkaufsgespräch führst. Das kannst du vom Spiegel machen, das ist relativ einfach, aber viel besser ist es, wenn du wirklich mal die Kamera aufstellst und lospitchst. Verkauf es dir einfach mal selbst und dann sieh dich dabei an. Und dann wirst du sehen, würdest du es wirklich bei dir kaufen? Kommt das rüber, was du rüberbringen möchtest? Und daran kannst du üben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du lernst, okay, es geht nicht um die Features, es geht nicht um, was mein Produkt alles kann. Es geht wirklich darum, um die Energie, die du vermittelst. Und letztendlich geht es auch darum, und da würde ich gern morgen drauf eingehen, weil ich will die Videos nicht so lange machen, wenn du deinen Interessenten oder deinen Kunden kennst, wenn du weißt, was ist ihm wichtig, auf was kommt es an, dann kannst du nämlich das Feature, was du gerade hast, genau passend auf ihn, ja, servieren. Und das ist natürlich das größte Geheimnis im Vertrieb. Also immer Energielevel nach oben, ja, wenn du schlecht drauf bist, was ja auch durchaus vorkommen kann. Und ich sage euch was, das bin ich auch sehr oft, ja. Ich strahle gerne, ich lache gerne, aber auch ich habe mal einen scheiß Tag. Da hilft mir immer, Musik zu hören. Ich ziehe mir ein, zwei Mal hintereinander mein Lieblingslied rein
Und das ist was, was mich in eine gute Energie bringt. Da geht es mir wieder gut. Ich habe da meine ganzen Synapsen befriedigt und Endorphine ausgeschüttet. Und dann geht's los. Dann mache ich meine Gespräche, meine Telefongespräche, meine Skype-Termine, wie auch immer. Weil dann bin ich in guter Stimmung. Wenn du direkt schlecht gelaunt in ein Gespräch gehst, das funktioniert auch nicht immer ganz gut. Also freue mich, vielleicht könnt ihr mal kommentieren morgen, ob ihr geübt habt, was ihr euch erkennt, wie ihr das bei euch seht, ob ihr vielleicht genau, ob dieser Funke überschwappt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lass uns die nächsten Tage nochmal dran aussprechen, an was es noch liegen kann. Ich habe eine Latte an Tipps, die ich euch gerne vermitteln würde, und ich freue mich auf die nächsten Tage und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Feiertag. Genießt es und bis morgen. Und vielen Dank für die Herzen.